Profil und Konzentration könnte auch Fantasie und Kreativität heißen. Ich weiß, dass der Marsch durch die Institution so mancher Idee die Fantasie, die Kreativität und den guten Geist auszutreiben vermag. Aber ich glaube, dass der Geist von Puck stärker, fluider und gewitzter ist als die Mühlen der kirchlichen Bürokratie und des volkskirchenleitenden Beharrungsvermögens. Aus Profil und Konzentration habe ich vor allem eines gelernt. Ich habe gelernt, dass die evangelische Kirche dann eine Zukunft als öffentliche Kirche haben wird, wenn sie sich intelligent vernetzt und gottesnah und menschennah in der Gesellschaft ihrer Zeit einen Unterschied macht. Genau das ist es, was die Stärke des Protestantismus ausmacht. Authentische Menschennähe, die natürlich überhaupt keine Alternative zur Gottesnähe darstellt. Authentische Menschennähe durch Seelsorge und Verkündigung, durch diakonische Dienstleistungen im Bereich der Pflege, der Betreuung, der Erziehung und der Krisenintervention. Authentische Menschennähe im Kleinen und im Großen, im Raum der privaten, persönlichen Begegnung, im Raum unserer Dienste und Einrichtungen, im Raum der Politik und im Raum einer Welt, die sich vielleicht für weltlicher hält, als sie eigentlich ist und womöglich ja doch ansprechbar bleibt auf das Evangelium. Wenn all diese Vernetzungen mit dem roten Faden der Hoffnung geschehen, werden wir wirklich zum Leib Christi.